Ihr könnt euch zum Beispiel auf Disney Channel Bambi anschauen. Ihr könnt hier bei uns bleiben und eine wahre Rehkitz-Geschichte hören und ganz nebenbei auch noch erfahren, was ihr selber für Rehe tun könnt, gerade jetzt im Frühsommer. Ende Mai, Anfang Juni werden die Rehkitze im hohen Gras geboren. Wenn ihr eins finden solltet, bitte nicht berühren. Die Mutter verlässt das Kitz, wenn es gestört wird, und kommt nach 1-2 Stunden zurück. Wenn ihr aber das Gefühl habt, das Tier braucht euch zum Überleben, weil zum Beispiel die Mutter bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, dann ruft ihr zuerst den zuständigen Jäger oder Förster an und mit dem besprecht ihr dann, ob ihr es großziehen dürft. In der Regel müssen wir Kitze mit der Hand aufziehen, weil das Muttertier gestorben ist oder weil es verstoßen hat, weil zum Beispiel wegen anderer Geschwister zu wenig Milch da ist. Milch ist übrigens das Allerwichtigste. Ihr könnt entweder frische Ziegenmilch nehmen oder ihr nehmt Schafsmilchpulver. Das müsst ihr alle 3-4 Stunden geben. Gefüttert wird übrigens aus der Flasche oder, wenn das wie bei uns nicht geht, dann mit der Spritze in die hohle Hand. Bei der Spritze müsst ihr aufpassen, dass ihr die nicht ins Maul steckt, da könnt ihr die empfindliche Luftröhre verletzen. Was sie auch unheimlich gerne mögen, sind Äpfel, klein geschnitten. Oder natürlich Löwenzahn. Ihr könnt ab und zu mal ein Ei geben und auch eine Kartoffel oder verschiedene Kräuter in Kamillentee einlegen. Wenn ihr ein Haus mit Garten habt, dann könnt ihr das Reh natürlich da halten. Ihr müsst nur schauen, dass der Garten gut eingezäunt ist. Wenn ihr wie bei uns hier ein Grundstück habt, das relativ groß ist und direkt an Wald und Wiese grenzt, dann müsst ihr auf jeden Fall ein Gehege bauen. Und das Gehege braucht einen Zaun, der mindestens 1,20 Meter hoch ist. Der sollte engmaschig sein, damit sich das Kitz mit den Läufen oder dem Kopf nicht verfängt. Und mindestens 100 Quadratmeter groß sein, denn das fängt irgendwann richtiges Laufen und das Springen an und macht dann Gaudi im Gehege. Also macht das Gehege nicht zu klein. Und bitte lasst am Anfang auch Wiesenblumen stehen. Im hohen Gras kann sie sich ablegen und es findet auch die erste Nahrung. Das Kitz braucht unbedingt auch Schatten im Gehege, gerade jetzt im Sommer. Also ihr könnt einen Sonnenschirm aufstellen oder besser noch, ihr habt ein paar Büsche im Gehege, wo es sich drunter legen kann. Stellt ins Gehege bitte auch eine große Kiste zum Ruhen, die ihr verdunkeln könnt. Könnt ihr für eine große Pappkiste benutzen, die legt ihr mit Sägespänen und mit Heu aus. Und zum Abdecken benutzt ihr ganz einfach ein großes Handtuch. Ganz große Gefahr für junge Kitze sind die Lungenentzündungen. Deshalb das Kitz, wenn schon geschwächt ist, niemals ins nasse, kalte Gras legen. Weiteres Risiko sind Giftpflanzen. Die wachsen in vielen Gärten. Flieder gehört dazu, die Pfingstrose gehört dazu oder die Thuje. Normalerweise lernen Kitze in der Natur von der Mutter, was sie fressen können und was sie nicht fressen können. Bei uns müsst ihr das übernehmen. Das heißt, im Garten unbedingt auf ungenießbare Pflanzen achten. Wenn ihr jetzt das Video gesehen habt und ihr seid der Meinung, ihr könnt euch die Aufgabe bewältigen, ihr könnt euch das zutrauen, dann denkt bitte daran, dass ihr 6 Monate lang für ein Flaschenkind verantwortlich seid. Aber keine Sorge, man wächst in diese Vaterrolle wunderbar hinein und lernt auch das Aufstehen in der Nacht.